Diese Klausuraufgabe geht es um den Satz von Hess und seine Anwendung bei der Thermochemie. Ein Mol Ammoniak verbrennt in reinem Sauerstoff zu Stickstoff und Wasserdampf. Die Reaktion besitzt eine Standardreaktionsenthalpie von minus 317 kJ pro Mol. Brechen Sie aus diesen Angaben und den Tabellenwerten die molare Standardbildungsenthalpie von Ammoniak. Wir betrachten die stöchiometrische Gleichung. Es gilt, dass die Reaktionsenthalpie gleich die Differenz der Enthalpien der Produkte und der Reaktanten darstellt. Wir haben also ein halb mal Enthalpie von Stickstoff plus drei halbe mal die Enthalpie von Wasser als Produktenthalpien. Davon abgezogen Enthalpie von Ammoniak plus 3 Viertel Enthalpie von Sauerstoff als Reaktantenenthalpie. Wir setzen die Enthalpien der Elemente zu 0, setzen die Reaktionsenthalpie ein und erhalten eine Gleichung, aus der wir die Bildungsenthalpie von Ammoniak ermitteln können. Es ergeben sich minus 45,7 kJ pro Mol. Ammoniak ist offensichtlich eine exotherme Verbindung. Sie bildet sich exotherm aus den Elementen. Ammoniak verbrennt bei Anwesenheit eines Katalysators in reinem Sauerstoff zu Stickstoffmonoxid und Wasserdampf. Brechen Sie die molare Reaktionsenthalpie dieses Prozesses. Wir schreiben die Reaktionsgleichung auf. Die Reaktionsenthalpie ergibt sich als stöchiometrische Summe der Bildungsenthalpien. Wir setzen die entsprechenden Bildungsenthalpien ein. Stickstoffmonoxid plus 3 halbe Wasser. Wir setzen die Enthalpien der Reaktanten ein. Minus Enthalpie Ammoniak plus 5 Viertel Enthalpie von Sauerstoff. Wir setzen die Zahlenwerte ein. Für Sauerstoff, wie gehabt, die Enthalpie 0. Und erhalten eine Reaktionsenthalpie von minus 226,63 kJ pro Mol.